Die kleinsten Patienten wiegen gerade mal 600 Gramm, wenn sie operiert werden. Dieser Säugling hat eine Pylorostenose, eine Verengung des Magenpförtners. Assistenzärztin Vanessa Behrendt ist aufgeregt. Es ist ihre zweite Operation. Um den Magenausgang zu weiten, muss der Muskel gespaltet werden. Eine Routineoperation für die Kinderchirurgen in Halle. Heute ist der Oberarzt dabei und unterstützt seine junge Kollegin. Man ist da konzentriert, vor allem dann natürlich auch noch, wenn man so in der Ausbildung steht, das noch nicht so oft gemacht hat, dass man, ich glaube, auch da sich Gedanken über das Alter des Kindes und über die Größe zu machen, das wäre da jetzt auch nicht das Richtige, sondern es ist einfach, man hat die Operation im Kopf und wie die so vonstatten geht und ja, und man ist froh, wenn das dann so klappt und wenn man das auch machen darf. Ne? Das ist ja auch eine große Ehre, wenn man dann als junger Assistent der Operateur ist. Ne? Der Eingriff verläuft gut. Das Team arbeitet Hand in Hand. Kinderchirurgin zu werden, für die Assistenzärztin stand der Berufswunsch zeitig fest. In meinem praktischen Jahr war ich hier in der Kinderchirurgie und danach war es eigentlich für mich klar, dass ich mal Kinderchirurgin werden möchte. Einmal die Arbeit mit den Kindern bereitet mir sehr viel Freude und dann natürlich das Interesse für das operative Fach. Und die Kombination, die ist wunderbar. Das ist eine schöne Arbeit, ja. Zur Ausbildung der Kinderchirurgen gehört auch die Arbeit auf der Intensivstation. Chefarzt Professor Finke zeigt den jungen Ärzten seltene Krankheitsfälle, die sie kennen müssen. Wir behandeln ja Kinder vom Frühgeborenen, also sagen wir 700 Gramm, bis hin in die Adoleszenz zum 15-, 16-Jährigen, der dann 90 Kilo wiegen kann schon. Und unterschiedliche Krankheitsbilder. Also von Unfällen, angeborene Fehlbildung, akute Entzündung im Bauchraum, speziell dann wieder auch eine urologische Erkrankung, kindurologische Erkrankung. Wir behandeln thermische Verletzungen, also eine breite Palette von Krankheitsbildern, aber eben altersbezogen. Für die jungen Assistenzärzte ist es wichtig, an möglichst vielen Operationen teilzunehmen. Nächster Einsatz für Vanessa Behrendt. Bei einem Zweijährigen wird ein Hodenhochstand korrigiert. Hierbei darf sie erstmal nur assistieren. Man wird ja auch langsam herangeführt. Und ein kindlicher Organismus ist natürlich viel kleiner. Wenn man den Bauch aufschneidet, das sieht aus wie im Atlas, wie im Anatomieatlas noch. Das sind also diese Veränderungen, die dann in den 30, 40 Jahren, wenn man sündigt, das Gewicht nimmt zu, die Arterien verkalken, man hat schon Vorbau, das spielt dann nicht so die Rolle. Man muss sich darauf einstellen, man muss einfach wissen, was erwartet einen. Und wenn man, da werden auch die Kollegen langsam rangeführt. Und es dauert auch seine Zeit, sich daran zu gewöhnen. Also man darf auch keine Angst davor haben. Bevor operiert wird, werden die Besonderheiten der Fälle von den Ärzten besprochen. Dass ein Dreijähriger ein 2-Cent-Stück verschluckt, kommt nicht jeden Tag vor. Die offene Atmosphäre in der Kinderchirurgiehalle wird von den jungen Ärzten geschätzt. Ich habe hier in Halle studiert und dann bin ich nach Regensburg kurzzeitig. Also ich komme aus Franken und dann bin ich trotzdem wieder zurück nach Halle. Eigentlich auch hier wegen der Kinderchirurgie. Es ist schon so eine gewisse Herausforderung. Ne? Man muss schon auch so ein Händchen für Kinder haben. Man muss viele spielerisch machen. Super. So, pass auf, jetzt wird's kalt. Sieht alles schick aus. Super. Ein neues Pflaster. Schau, jetzt kommt da wieder ein Pflaster auf die Seite. Kannst du mit deinen Zehen mal wackeln? Nein. Nein? Bist du nicht krabbelig? Doch, ne? Super. Klasse. Schau, jetzt gehen wir schon wieder. Das Interesse an der Kinderchirurgiehalle ist groß. Für viele angehende Mediziner hat der Beruf eine besondere Faszination, trotz der langen Ausbildung. Das ist die Magensonde. Ich denke schon, dass die im Magen irgendwie liegt. Das ist das Schöne des Berufes, dass wir in der Lage sind, eben vielen Kindern zu ermöglichen, dass sie ein einigermaßen adäquates Leben haben, was sie von den Altersgenossen nicht groß unterscheidet.